Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Mirko Boland, 0:1 Heimniederlage gegen Freiburg, wieder nichts mit dem ersten Heimsieg. Fass doch einmal das Spiel aus deiner Sicht zusammen. Wie ist es gelaufen heute und warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist? Nicht gut. Wollten eigentlich gut ins Spiel reinkommen, hochpressen. Gegenteil ist gefühlt passiert. Freiburg hat uns immer wieder überspielt. Hatten dann so, ja, ich würde sagen, nach 20 Minuten so ein bisschen mehr Zugriff. Die ein oder andere Ballgewinn, auch die ein oder andere Möglichkeit, die es hätte ergeben können. Aber grundsätzlich muss man sagen, erste Halbzeit war nicht gut. Beim Tor sahen wir auch nicht gut aus, nicht gut durchgedeckt. Ja, und so gerät zuerst mal ins Hintertreffen, muss wieder anlaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir am System nochmal ein bisschen was verändert, was uns durchaus ein bisschen, ja, doch schon wieder ein bisschen weit ins Spiel zurückgebracht hat. Grundsätzlich aber auch da zu wenig Durchschlagskraft gehabt. Sicherlich hatten wir die eine oder andere Chance. Auch leider heute keine Ecken gehabt. Zwar viele Einwürfe durch, über, muss man ja sagen, schon unsere Stärke, die Standards. Trotzdem auch nicht so viel Gefahr ausgestrahlt. Ja, ich sag mal, aufgrund der zweiten Halbzeit hatten wir hinten raus noch ein Riesenbrett, was du dann halt leider nicht machst. Ja, das wäre vielleicht nochmal zumindest dann der Punktgewinn gewesen, aber grundsätzlich sind wir natürlich alles andere als zufrieden heute. Wie kann man das erklären, dass gerade so in der ersten Halbzeit von Beginn an so dieses Feuer, was sonst uns in Heimspielen ja auch gerne auszeichnet, heute nicht so zu sehen war? Kann man das irgendwo ran festmachen? Die Gegner unterschätzt? Absolut gar nicht. Wir wussten, dass gerade bei Zweitvertretungen, die immer fußballerisch sehr stark sind, ich glaube, wir hatten am Anfang nicht diesen Zugriff, weil wir auch, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet hatten. Haben dann kurz gebraucht, was aber absolut gar nicht schlimm ist, wenn da halt nichts passiert. Wir konnten halt nur nicht den Druck setzen, den wir wollten. Grundsätzlich ist immer die Frage dann aber trotzdem, wie du anläufst oder wie du Zweikämpfe bestreitest, wie du auf zweite Bälle gehst, so die grundlegenden Basics einfach. Und da muss man einfach den Finger in die Wunde legen und sagen, das war einfach nicht gut. Genau, das ist heute, glaube ich, steht über allem. Das kann man auch nicht schönreden, sollte man auch nicht schönreden. Trotzdem ist es ja so, dass die Mannschaft schon gezeigt hat, dass es auch anders geht. Was muss jetzt passieren, damit man da wieder hinkommt, wo man auch in vielen Spielen in dieser Saison schon war, um einfach ja, in dieser Liga gut mitzuhalten? Ja, hart arbeiten. Es geht nur über die harte Arbeit. Das ist einfach so, ist jetzt auch einfach gesagt, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das grundsätzlich so ist. Wir hatten in vielen Spielen, ist das Pendel so ein bisschen, kann es nach links, kann es nach rechts ausschlagen. Wir haben halt viele Unentschieden geholt und wir müssen einfach zusehen, dass sich das Pendel in unsere Richtung drängt. Und man muss sagen, es ist einfach auch gerade so, dass wir mal nicht das Quäntchen Glück haben oder uns dann vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht clever verhalten. Dahin müssen wir einfach kommen. Die Spiele sind alle super eng. Auch heute war es eng. Also es ist ja nicht so, dass wir heute hier jetzt gar keine Chance gehabt hätten. Trotzdem, da müssen wir einfach hinkommen, mehr arbeiten, mehr Energie in das Spiel reinlegen, bis wir das sogenannte Pendel ein bisschen auf unsere Seite ziehen und dann einen Dreier holen. Und dann bin ich auch sicher, mit dem kommt vielleicht dann auch noch ein bisschen ein Stück weit die, ich würde nicht sagen Selbstvertrauen, sondern Selbstsicherheit ein bisschen wieder, ein bisschen mehr Selbstverständnis. Und vielleicht kommst du dann auch mal in so einen Flow rein. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Wir müssen erstmal hart arbeiten, Gas geben, die einfachen Sachen gut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gut verteidigen, diese Energie auf den Platz bringen, wie wir die einfachen Sachen gut machen, wie wir Energie auf den Platz bringen. Das ist, ja, das ist grundlegend. Das ist ganz, ganz wichtig für das Spiel. Und danach kommt alles andere. Das hat man am Dienstag gesehen, wie das funktioniert. Da hat nach vorne auch nicht alles geklappt, aber da war diese Energie auf dem Platz. War auch ein anderes Spiel. Genau. Wir drücken die Daumen, dass es in der kommenden Woche die richtigen Schrauben gedreht werden, dass es in der nächsten Woche in Regensburg wieder anders aussieht. Morgen, Rüdiger, 0:1 Heimniederlage gegen Freiburg.
Wie kann man das so mit einer Stunde Abstand zum Spiel erklären, dass so gerade zu Anfang die, ja, diese Energie, diese Leidenschaft, die wir sonst auf dem Platz sehen, zu Anfang heute nicht so da war? Das ist auf jeden Fall schwierig zu erklären. Es war natürlich auch wieder eine englische Woche, es waren auch intensive Spiele vorher. Aber also das darf trotzdem keine Ausrede sein hier zu Hause. Wir haben uns das auch vorgenommen. Wir haben dann direkt den Zugriff nicht so gehabt und haben uns dadurch vielleicht auch ein bisschen verunsichern lassen. Haben trotzdem dann 2, 3 gute Chancen, Möglichkeiten, machen die leider nicht. Und ja, aus so einer Halbfeldflanke fällt dann für die das 1-0. Das hat die natürlich in die Karten gespielt. Wir haben, wie gesagt, den Zugriff dann nicht so gehabt. Zweite Halbzeit haben wir es viel besser gemacht, haben das System auch umgestellt. Ja, wir schaffen es einfach gerade nicht, denn trotzdem Tor zu schießen aus jetzt nicht 100%igen Chancen, aber trotzdem auch, glaube ich, guten Gelegenheiten. Ja, das wurmt natürlich und macht auch was mit dem Kopf natürlich. Mit dem Kopf insofern, dass so ein bisschen das Selbstvertrauen wieder aufgebaut werden muss. Was ist jetzt das Wichtigste im Moment? Ja, jede Woche ist halt alles drin, egal gegen wen man spielt. Ja, wir müssen uns jetzt das aus dem Kopf schlagen, auch denn die 2 Elfmeter und das Tor in der 100. und was weiß ich, das ist natürlich alles auch nicht immer so mega förderlich, dann kriegst du heute früh das Ding. Ja, und dann einfach nächste Woche wieder vernünftig trainieren, richtig Gas geben und dann in Regensburg wieder von Anfang an das Gesicht zeigen, was wir eigentlich in der ganzen Saison schon gezeigt haben. Genau, das ist ja am Ende das Positive, was man sagen muss. Wir haben es in fast allen Spielen ja gesehen, dass es besser geht als heute erste Halbzeit. Ja, wir müssen einfach nur lernen, dann auch 3 Punkte mitzuholen und nicht dann uns nochmal ein Tor fangen am Ende. Ja, kann man ja fast jedes Spiel nennen, ausgenommen von Ulm, wo wir fast immer besser waren oder halt auch gut mitgespielt haben. Und ja, wir müssen einfach nur lernen, dann auch mal 3 Punkte zu holen. Und kommt nächste Woche ein Spiel in Regensburg, das ganz anders wird, die stehen oben. Fällt es da möglicherweise leichter, wenn man als Außenseiter dann vielleicht in so ein Spiel geht? Ja, ich weiß ja nicht, wie die uns analysieren oder einschätzen. Ich kann ja nur sagen, irgendwie ändern sich ja alle 2 Wochen die Tabelle so ein bisschen. Wenn man da mal eine Serie hat, geht das schnell nach oben oder halt auch schnell nach unten. Von daher, ja, wir haben es schon, wie gesagt, die Saison gezeigt, dass wir auch bei Favoriten gut mitspielen und gewinnen können. Und ja, das gilt dann, das Samstag zu machen. Drücken wir die Daumen dabei erstmal. Danke, Morten Rüdiger. Jo, bitte.